Die Technik ist folgende: Wir sind hier in fast kompletter Dunkelheit. Er wird ungefähr 3, 4 Minuten lang mit verschiedenen Lichtquellen hantieren. Wir können ihm dabei zuschauen und das funktioniert folgendermaßen. Ich habe hier eine Kamera mit einem Nightshot-Modus und eine spezielle Lampe, eine iRedzilla nennt sich das Ding. Hat eine Infrarotlichtquelle, die man nicht sieht, die stört also die Aufnahme nicht, aber ihr könnt dann draußen in einem schwarz-weißen Bild nachverfolgen, wo der Kandidat hinrennt und was er so im Einzelnen macht.